glaube, es ist ein Problem, wenn Frauen beginnen, sich wie Männer zu benehmen, sobald sie in Führungspositionen sind. Fängt vielleicht auch mit der Kleidung an, geht weiter mit wie man spricht, wie streng man ist, Wortwahl und so weiter. Und das funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht. Man muss eine gewisse Linie haben, aber man darf sich nicht untreu werden. Und es gibt verschiedene Frauen, also wirklich Leaderinnen auch dieser Welt, die das, finde ich, sehr gut machen. Eine Frau muss halt immer auch irgendwo etwas Herzliches mitbringen. So die Kombination zwischen stark in der Sache und eine gewisse Weiblichkeit, eine Herzlichkeit, das funktioniert recht gut. Aber wenn eine Frau nur noch Männer kopiert in ihrem Alpha-Tier-Gehabe, dann funktioniert es nicht. Das wird nicht akzeptiert. Also es hat ja, wie soll ich sagen, es braucht ja immer Verschiedenes. Zum einen ist es wahrscheinlich schon nicht schlecht, eben workaholische Tendenzen zu haben. Also man muss gerne arbeiten und auch viel arbeiten. Da geht es allen gleich. Man muss auch sowohl als Mann wie auch als Frau bereit sein, immer auch ein bisschen mehr zu machen. Also wer sich hinter dem Schreibtisch versteckt und hofft, der Chef kommt ja nicht mit noch mehr Arbeit, der ist wahrscheinlich auch nicht wirklich gemacht, um große Sprünge zu machen. Also aber wenn man selbst immer wieder proaktiv Ideen einbringt und so, dann werden die Chefs halt auch aufmerksam. Und da werden wir beim nächsten Punkt. Also ich glaube, man darf sich auch nicht man muss sich fördern lassen. Wenn es Leute hat, die fördern, dann muss man das irgendwo auch zulassen und die Chancen dann halt auch ergreifen. Und der letzte Punkt, glaube ich, man muss auch Gelegenheiten schaffen. Also das heißt, rausgehen, auch an Anlässe gehen, mit Menschen in Kontakt kommen, Kontakte pflegen. Das hilft weiter und dann braucht es halt immer ein Quäntchen Glück. Nein, überhaupt nicht, nein. Weil ich glaube, es ist offenbar wirklich ein Thema. Also, als ich so vor einigen Jahren meine erste Führungsposition gehabt, ich habe mich nicht interessiert für Frauenthemen, ich habe mich nicht interessiert für feministische Anliegen, für Gleichstellungsanliegen. Ich dachte, es ist ja heute alles da, es gibt es, es ist offen. Aber erst dann, nach und nach, kommt man und macht die Erfahrungen. Und dann stößt man an diese gläserne Decke oder man meint zu wissen oder zu sehen, woran es liegt. Und das sind eben nicht die sehr offensichtlichen Dinge, sondern die Subtilitäten irgendwo zwischen den Zeilen, die doch noch ziemlich hohe Mauern bilden, auch bei uns in der Schweiz. Und entsprechend hat das Thema so viel Gewicht auch für mich bekommen. Deshalb, es nervt mich überhaupt nicht, nein. Der Grund war, dass ein Drittel meiner Klasse nach Freiburg ging und dann dachte ich, okay, ich gehe mit, wir machen zwei WGs und so hat sich das ergeben. Also völlig null professioneller oder kompetenter Hintergrund, das war ein reiner Bauchentscheid aus der Situation heraus. Nie, nein, und das habe ich mitgenommen bis heute. Manchmal sind das die Entscheide, die besten sind. Ich glaube, heute weiß man auch viel mehr. Wir waren damals im Unterengadin. Ich glaube, ich war einmal an der ETH an einem Besuchstag, wusste aber, dass ich sicher nicht an der ETH studieren würde. Aber sonst so punkto Information, was uns an welcher Uni genau, was man studieren kann, was uns erwartet, keine Ahnung, absolut nichts. Und ja, und so war der Entscheid ein reiner Bauchentscheid, ein reiner von heute auf morgen Entscheid. Dasselbe, was das Studienfach betraf, oder? So ein bisschen die Frage, worin bin ich gut? Deutsch, also Germanistik. So, zunächst habe ich noch Anglizistik studiert und dann habe ich gewechselt auf Rätoromanisch, aber nur, weil da so gute Leute waren. Wir waren eine Clique, wir haben uns wöchentlich getroffen, zum Fondue essen, gemeinsam gesungen und deshalb habe ich Studienfach gewechselt. Also völlig blödsinnig, der Hintergrund, der Entscheidung. Ich würde jetzt gerne erzählen, das hatte sehr, sehr profunde Gründe, hat es nicht, aber ich habe es nie bereut. Ziemlich früh im Studium habe ich da als freie Mitarbeiterin begonnen und kam da ziemlich auf die Welt, als ich zum ersten Mal nach Chivisee musste, an die Gemeindeversammlung, oder? Und da erst da geschnallt habe, das ist ja auf Französisch.
Und mein Französisch war da noch nicht so weit gediehen und schon nur Stimmenzähler hat mich überfordert als Wort. Und da war ich froh, dass die Kollegin der französischsprachigen Zeitung auch da war, die mir da mit Vokabular ein bisschen aushelfen konnte. Ja, ich war ja doch sehr beschäftigt mit dem Thema, zumindest so zwischen Dezember und März praktisch nur, weil halt sehr viele Einladungen, sehr viele Interviewanfragen und Podien und so weiter. Was ich gelernt habe, ist, dass es sich lohnt, in solchen Situationen aber eigentlich immer sehr solide Vorbereitungsarbeit. Ich schüttle das nicht aus dem Ärmel, das ist mir bewusst. Also ich bin nicht ein Naturtalent, sondern ich muss mir das erarbeiten. Und das war harte Arbeit, um wirklich die Gedanken zu formen, die Überlegungen, die Entscheide auch so zu formen und so auch weitergeben zu können, dass ich es als Mensch nachvollziehen könnte und ich mir vorstelle, dass ein großer Teil der Menschen das auch zumindest nachvollziehen können, ob sie dann einverstanden sind oder nicht. Ich habe auch gelernt, dass es doch offenbar doch positive Aspekte oder positive Effekte hat, wenn man ehrlich zur eigenen Meinung steht und vor allem auch eine Überzeugung nach außen tragen und verteidigen kann und das so auch vertritt und hinsteht. Aber auch, wie wichtig es ist, zuzuhören und aber ernsthaft zuzuhören, nicht einfach nur, ich höre jetzt mal zu und dann, sondern die Argumente auch aufzunehmen. Gerade für uns als öffentliches Unternehmen ist das so unglaublich wichtig, dass die Menschen sich als Teil von uns empfinden. Etwas ganz anderes von der Branche her kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich die Medienbranche halt schon sehr, sehr spannend finde und sie liegt mir auch sehr am Herzen. Ich glaube aber jetzt auch nach dieser Erfahrung Nobila ist so diese Idee, dass das Sinnhafte hat schon einen hohen Stellenwert bekommen in meinem Leben. Also die Idee zu haben, ich trage irgendwie bei zu Demokratie, zum Zusammenleben in diesem Land. Also irgendwie etwas, das für mich in meinem Weltbild Sinn macht, habe ich gemerkt, wichtig für mich. Also ich glaube nicht, dass ich plötzlich etwas ganz anderes machen werde oder nur noch absolut rein kommerziellen Zielen nacheifern werde, sondern dieser andere gemeinschaftliche Teil wird wahrscheinlich immer ein Teil meines Beruflichen auch bleiben. Ich weiß nicht, ob ich mich eigne für Politik. Was ich mir vorstellen könnte, wäre so die Exekutivseite, also Verwaltung in dem Bereich, aber wirklich Politik im Sinne von Großrat wie in Graubünden oder Nationalrat. Ich glaube, ich bin nicht gemacht für diese Art von Debatte auch oder von dieser Art von Taktik und Strategien. Ich glaube, ich bin eher im exekutiven Bereich anzusiedeln. Noi viviamo in una Svizzera con quattro lingue, l'importante è non difendere la nostra bella quarta lingua e non fare qualcosa con grande piacere e con tutta persuasione.